dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, ein 6:2 Heimerfolg zu Hause hier gegen den FC Carl Zeiss Jena. Nun steht Leon Belbel bei uns. Leon, ganz ehrlich, wie viel Spaß hat es heute gemacht, 6 Tore zu Hause vor unseren Fans zu schießen? Ja, sehr sogar. Am Anfang war es nicht einfach. Wir sind früh in Rückstand geraten, aber haben Moral bewiesen und uns dann auch gedreht. Und ja, ich glaube, es wurde mal Zeit, dass ihr heute hier gewinnt, zu Hause auch für die Fans. Wir haben viel investiert die Wochen und waren immer knapp davor. Und heute endlich hat es geklappt im Dreier, ja. Seit langem sind wir mal wieder mit einer Führung in die Halbzeitpause gegangen. Was hat man sich vorgenommen für den zweiten Halbzeit? Ich glaube, Jena, die waren gezwungen, ein bisschen mehr zu investieren, um hier noch zu punkten. Und wir mussten eigentlich das dritte nachlegen, ja, um uns ein Stück sicherer zu fühlen. Dann kam erstmal das 2:2. Es war erstmal ein kleiner Nackenschlag, glaube ich. Ja? Ja, wir haben gewusst, dass Jena aus der Halbzeit kommen wird und alles raushauen wird. Wir hätten etwas defensiver stehen müssen. Wir wollten dann noch die dritte setzen, dann haben wir den Konter bekommen. Aber wir haben, wie gesagt, auch wieder danach Moral bewiesen, nach dem 2:2, dann ist 3:2 gemacht und dann 4:2 und danach wussten wir, okay, dann, da war es vorbei, ja. Du hast heute über 90 Minuten die linke Seite beackert, hinter dir war noch Timo Pertl. Die Konstellation gab es da so noch nicht in einem Pflichtspiel, dass ihr beide auf der linken Seite gesetzt wart. Es war ja defensiv eine Fünferkette und eine Offensive eine Dreierkette. Wie hat es da harmoniert aus deiner Sicht? Ja, also mit Timo kann ich sehr gut spielen, er gibt mir oft Tipps und Hilfestellungen und sagt mir, wie ich mich manchmal definitiv verhalten soll, weil er da die gewisse Erfahrung mitbringt. Und ja, ich freue mich immer mit ihm zu spielen und ich denke, wir haben es heute ganz ordentlich gemacht. Wie sehr freust du dich für die Tore von Sörloth Conte? Sehr sogar. Vor allem nach der letzten Woche, da den Ball in München nicht reingemacht hat, haben wir nochmal die Woche trainiert gehabt, allein auf dem Tormann. Und ja, hat man gesehen, es hat geklappt heute und es freut mich sehr für ihn. Hat sich ausgezahlt. Ja, danke auf jeden Fall. Kein Ding. Ja, der nächste Doppeltorschütze steht bei uns, Kapitän Christian Beck. Christian, die letzten Wochen waren nicht leicht für die Mannschaft, für dich persönlich. Als Torjäger ist man immer ja, auf der Suche nach Toren. Wie froh bist du, dass es heute zweimal geklappt hat und insgesamt 6 Tore für uns dastehen? Ja, natürlich überglücklich. Ich glaube, wir haben uns die Woche viel, viel vorgenommen, haben viel gesprochen auch, hatten noch einen Abend mit Block U und wollten das unbedingt zurückzahlen. Ja, es ging nicht ganz so gut los. Trotzdem war ich mir sicher, dass wir auf jeden Fall zurückkommen. Das haben wir dann auch gemacht. Sind dann mit einem 2:1 in die Pause, wo wir uns dann nochmal vorgenommen haben, rauszukommen und eins nachzulegen. Haben dann natürlich wieder einen kleinen Rückschlag bekommen und trotzdem dann mit der Einwechslung von Sissi kam nochmal enormer Schwung dazu. Er hat uns diesen Elfmeter rausgeholt und hat dann auch selber noch 2 Tore gemacht, was mich sehr, sehr freut für ihn. Er hat sich endlich mal belohnt, weil der Junge hat so viel Qualität, davon weiß er wahrscheinlich noch nicht mal alles und deswegen bin ich da sehr, sehr froh, dass er das die Tore gemacht hat und natürlich bin ich auch überglücklich, dass ich getroffen habe. Ja, es tut mir auch persönlich sehr, sehr gut und ja, mit diesem Bowlingabend konnte man, glaube ich, mit 6 Toren heute was zurückgeben, was ich natürlich sehr, sehr gut finde und auch überglücklich bin, dass die Fans mal sich entspannt dann die letzten 10 Minuten, Viertelstunde angucken konnten und ja, das Spiel einfach noch genießen konnten. Du hast gerade schon angesprochen beim anderen Interview, wir haben zwar 6:2 gewonnen, trotzdem sind es nur 3 Punkte. Wie ist der Sieg im Allgemeinen einzuordnen für die Mannschaft und für die weitere Saison? Ja, war brutal wichtig. Also ich glaube, wenn wir heute nicht gewonnen hätten, wäre es nochmal sehr, sehr schlimm geworden. Und deswegen war es enorm wichtig für uns, für die Fans, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Und ja, diesen Erfolg müssen wir mitnehmen, dieses 6:2. Jetzt müssen wir nächste Woche nach Duisburg, was eine brutal schwere Aufgabe wird. Und ja, da müssen wir alles raushauen und ja, wenn wir das auf den Platz bringen wie heute, bin ich mir sicher, dass wir da was mitnehmen werden. Aber ja, wir müssen wieder an unsere Leistungsgrenze gehen und alles raushauen. Der Trainer hat vor kurzem gesagt, schlechte Zeiten, die zeigen, wie eng eine Mannschaft zusammensteht. Wie eng steht sie nun zusammen? Ja, ich glaube, das hat man dann heute gesehen. Wir haben von Anfang an Gas gegeben, Rückschläge bekommen und trotzdem sind wir wiedergekommen. Und ja, dann kam von der Bank auch nochmal enormer Schwung und ja, sowas hilft uns ja auch weiter. Und das zeigt, was wir für eine geile Truppe sind. Auch die Jungs, die draußen saßen oder nicht im Kader waren, sie haben uns trotzdem gepusht. Und ja, das ist genau der richtige Weg, den wir gehen müssen. Und wir als Team müssen zusammenhalten, um unsere Ziele zu erreichen. Und ich glaube, auch mit den vielen Gesprächen diese Woche, das wird wieder viel, viel besser. Und ja, heute haben wir den Anfang gemacht und man hat es gesehen. 6:2 Heimerfolg gegen den FC Carl Zeiss Jena. Sörloth Conte steht nun bei uns. Doppeltorschütze. Sisi, wie gut hat es sich angefühlt, eingewechselt zu werden und dann zu treffen? Es hat sich sehr gut angefühlt, der Mannschaft zu helfen mit den 2 Toren. Das haben wir uns heute auf jeden Fall verdient. Nach den letzten Wochen, da hatten wir halt immer Pech. Das Tor halt nicht getroffen, das Wichtige vor allem jetzt gegen 1860 vor allem. Da habe ich auch
eine Großchance vergeben und umso glücklicher bin ich, dass ich heute zweimal treffen konnte und der Mannschaft so helfen konnte. Und jetzt müssen wir halt genauso weiterspielen, also weiter trainieren und halt gegen 1860, gegen Duisburg halt genauso mit der Leistung und vielleicht dann die 3 Punkte holen dort zu Hause, bei denen. Du sprichst es an, harte Arbeit zahlt sich aus, ist glaube ich ein ganz gutes Sprichwort in dem Falle. Was ist unter der Woche passiert? Du hast ja in München, wie du schon ansprichst, 1-2 Chancen liegen lassen. Da ist man, glaube ich, sehr selbstkritisch, aber du hast hart gearbeitet und dich heute belohnt, ja? So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja, genau. Ich wurde von der Mannschaft sehr gut aufgenommen nach dem Fehler, sage ich jetzt. Nach dem unglücklichen Spiel. Richtig. Haben mich auf jeden Fall aufgebaut, ich soll weitermachen. Das wird auf jeden Fall belohnt. Ich wurde heute belohnt mit den 2 Toren. Ich bin überglücklich und ja, nächste Woche am besten genauso. Wie groß sind die Aktien an Block U? Aufgrund der Veranstaltung unter der Woche, ihr wurdet ja zum Bowlen eingeladen von der aktiven Fanszene. Hat das auch nochmal so einen zusätzlichen Push-Faktor gegeben? Ja, auf jeden Fall. Wir konnten halt mit denen persönlich reden. Also jetzt nicht über Fußball, sondern halt ein bisschen privat. Hatten Spaß und ich denke mal, das hat sehr, sehr gut getan. Und das hat man heute gesehen. Sisi, Glückwunsch zu den 2 Toren, Glückwunsch zum Heimsieg und ja, weiter so. Alles klar, danke.